Hallo, in diesem Video werden wir uns mit dem Kästchen Laplace-Experiment und mit dem Kästchen günstig doch möglich beschäftigen. Nach diesem Video kennst du die Definition eines Laplace-Experiments und kannst berechnete Wahrscheinlichkeiten in Bruchschreibweise angeben. Ein Zufallsexperiment, das heißt ein Experiment, von dem ich den Versuchsausgang im Vorhinein nicht kenne, kann verschiedene Ergebnisse haben. Ein Zufallsexperiment nennt man Laplace-Experiment, wenn es die folgenden beiden Bedingungen erfüllt. Die erste Bedingung lautet, es gibt nur endlich viele Ergebnisse. Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an. Beim Münzwurf gibt es nur endlich viele Ergebnisse, nämlich Kopf oder Zahl. Auch beim Ziehen einer Kugel aus dieser Box gibt es nur endlich viele Ergebnisse. Entweder ich ziehe eine rote Kugel, eine blaue oder eine grüne. Genauso gibt es beim Würfeln mit einem Laplace-Würfel nur endlich viele Ergebnisse, nämlich genau die Augenzahlen von 1 bis 6. Damit ein Zufallsexperiment aber tatsächlich ein Laplace-Experiment ist, muss auch die zweite Bedingung erfüllt sein. Nämlich jedes dieser Ergebnisse muss mit gleicher Wahrscheinlichkeit eintreten. Die Wahrscheinlichkeit, beim Münzwurf Kopf zu erhalten, beträgt 1/2 und ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, beim Münzwurf Zahl zu erhalten. Das heißt, der Münzwurf ist ein Laplace-Experiment. Die Wahrscheinlichkeit, hier eine rote Kugel zu ziehen, ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, eine blaue Kugel zu ziehen. Und diese Wahrscheinlichkeit ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, eine grüne Kugel zu ziehen. Jedes dieser Ergebnisse tritt also mit gleicher Wahrscheinlichkeit ein. Auch das ist ein Laplace-Experiment. Wie wir bereits wissen, treten beim Würfeln mit einem Laplace-Würfel die Augenzahlen von 1 bis 6 jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1/6 ein. Somit haben wir 3 Laplace-Experimente gefunden. Sind diese Experimente auch Laplace-Experimente? Versuche, die Frage zu beantworten, indem du die beiden Bedingungen überprüfst. Ich werfe die Münze so lange, bis ich Kopf erhalte. Es kann sein, dass man bereits beim ersten Versuch Kopf erhält. Es kann aber auch sein, dass man dafür 2, 3 oder noch mehr Versuche benötigt. Hier gibt es also unendlich viele Ergebnisse. Daher ist dieses Experiment kein Laplace-Experiment. Überprüfen wir die Bedingungen auch beim zweiten Zufallsexperiment. Es gibt nur endlich viele Ergebnisse, nämlich blau, grün und rot. Treten diese Ergebnisse auch mit gleicher Wahrscheinlichkeit ein? Die Wahrscheinlichkeit, blau zu ziehen, ist gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit, eine grüne Kugel zu ziehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, eine rote Kugel zu ziehen, ist geringer. Somit ist die zweite Bedingung ja nicht erfüllt. Das ist also auch kein Laplace-Experiment. Beim Drehen dieses Glücksrades gibt es nur endlich viele Ergebnisse. Entweder grau, grün, blau oder orange. Die erste Bedingung ist also schon mal erfüllt. Die Ergebnisse treten hier mit gleicher Wahrscheinlichkeit ein. Alle Felder sind gleich groß. Die Wahrscheinlichkeit, blau zu erhalten, beträgt also 1/4, genauso wie die Wahrscheinlichkeit, orange, grau oder grün zu erhalten. Auch die zweite Bedingung ist also erfüllt. Hierbei handelt es sich also tatsächlich um ein Laplace-Experiment.
In den vorherigen Beispielen haben wir schon öfter Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Würfeln mit einem Laplace-Würfel berechnet. Versuche daher bitte nun, die ersten beiden Felder erstmal alleine auszufüllen. Pausiere kurz das Video. Hier ist die Wahrscheinlichkeit gesucht, dass die Augenzahl mindestens 5 ist. Mindestens bedeutet in der Mathematik immer größer gleich. Es gibt also zwei günstige Versuchsausfälle. Die Wahrscheinlichkeit beträgt somit 2:6. Diese Wahrscheinlichkeit lässt sich auch als Bruch anschreiben, indem man die Anzahl der günstigen Ergebnisse, also 2, in den Zähler schreibt und durch die Anzahl der möglichen Ergebnisse dividiert. Dieses Ergebnis lässt sich auch mit Prozent anschreiben. Das sind 33,33 und so weiter Prozent. Somit sind wir schon am Ende. Danke und bis bald.